Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. Am 8. September 2022 haben hunderttausende Fans unzählige Geschenke vor Schloss Balmoral abgelegt, ebenso wie vor dem Buckingham Palace und vielen weiteren Orten, die die trauernden Menschen mit der Monarchin verbinden. Oft zu sehen ein Meer aus bunten Blumen, viele Kerzen, Stofftier-Corgis und auch einige Paddington-Marmeladen-Sandwiches. Diese ungewöhnlichen Mitbringsel sind eine Hommage an die Queen, die sich in einem Videoclip zu ihrem 70-jährigen Thronjubiläum mit dem bekannten Zeichentrickbären Paddington zum Tee getroffen hatte. Eine Anteilnahme, die ans Herz geht. Doch gegen die Londoner Parkbehörden sich nun auch wehrt, denn viel Plastik mischt sich unter die Trauergeschenke, sodass um mehr Nachhaltigkeit gebeten wird. Ein Thema, für das sich König Charles III. Seit langer Zeit stark einsetzt. Nicht selten sehen wir den Royal in der Natur und dabei neue Bäume zu pflanzen, im Herbst 2021 sogar noch mit seiner geliebten Mutter, der Queen. Bevorzugt werden Blumen ohne Plastikverpackung, denn die Parkbehörde Royal Parks muss nach den Trauerfeierlichkeiten alles entsorgen.